Hallo Andersdenkende. Dieses Video drehe ich außerhalb meines Videoplans, den ich mir gesetzt habe, aber im Rahmen der aktuellen Situation halte ich es für angebracht, dass ich mich jetzt doch zu ein paar aktuellen Themen äußere. Und zwar geht es explizit um Zensur, Distanzierung, um das eigene Image zu klären, Distanzierung aus Angst und Spaltung. Viele werden es bereits mitbekommen haben, ein doch sehr wichtiger und großer kritischer Kanal mit dem Namen Nuoviso wurde jetzt gerade aktuell von YouTube komplett gelöscht. Wir wissen auch, dass Kanäle am laufenden Band demonetarisiert und zensiert werden. Ich war ja selbst schon betroffen mit der Löschung eines Videos, das rein wissenschaftlich war und nicht irgendwen angefeindet hat zum Thema Klimawandel. Und dann stellt sich jetzt für uns als Vereinigung der alternativen Medien, YouTuber etc. natürlich die Frage, wie reagieren wir darauf? Setzen wir jetzt ein melodramatisches Zeichen als große Gruppe, oder gehen wir einfach weiter unseren eigenen Tätigkeiten auf unserem jeweiligen Kanal oder unserem Blog nach und hoffen auf das Beste? Ich weiß nicht, was der richtige Umgang mit dieser Zensurkrise ist. Und darum wähle ich jetzt mit diesem Video meinen ganz persönlichen Ansatz, mich zu diesem Thema zu äußern. Ich unterstütze selbstverständlich alle, die sich zusammengefunden haben, um sich hinter Nuoviso zu stellen und die generell gemeinsame Videos zum Thema Meinungsfreiheit machen. Denn es ist absolut wichtig, dass wir uns als eine Einheit zeigen. Das Schlimmste, was wir uns selbst im Grunde antun können, ist, dass wir in eine Spaltungsfalle tappen. Spaltung ist unsere größte Schwachstelle. Spaltung ist meistens das Produkt vollkommen unnötigen Dramas. Darum, liebe Mitstreiter, bitte lasst euch nicht in diesen Kindergarten stecken. Spaltung ist die beste Waffe unserer Meinungsgegner und Zensoren insbesondere, denn auf diese Weise können sie einzelne von uns herausziehen und als die großen Verräter missbrauchen. Wir leisten hier gemeinsame Arbeit und wir ergänzen einander. Das heißt natürlich, dass wir auch mal in individuellen Konflikt geraten können. Aber gerade wir sollten doch stolz darauf sein und uns diesen Stolz auch bewahren, dass wir eben eine gewisse Diskussionsfähigkeit besitzen. Da wir beim Thema Zensur sind, spreche ich an dieser Stelle auch die IB an. Die IB gilt jetzt laut Verfassungsschutz offiziell als rechtsextrem und darf somit selbst in persönlichen Nachrichten überwacht werden. Und ja, das betrifft auch einige private Konversationen von mir. Häufiger wurde mir schon dazu geraten, mich nicht allzu eng mit der IB zu assoziieren. Und das zu meinem eigenen Schutz. Ich stelle mich aber gar nicht erst vor die Kamera, um hier meine große Solidarität für die IB zu deklarieren. Ich bin ein Individualist und Gruppenstatements finde ich immer unbehaglich. Aber ich kenne Martin Sellner, ich kenne Brittany Pettibone und ich ziehe 20 Hüte vor den beiden für ihre Resilienz, Authentizität und ihren herzensguten Charakter, trotz aller Strapazen, die sie tagtäglich erleben. Und die Art der Unterdrückung, mit der diese mutigen Menschen einfach behandelt werden, ist abartig und menschenunwürdig. Und darum stelle ich mich weiterhin von ganzem Herzen hinter diese Einzelpersonen. Wenn mir wirklich jemand schlimmen Rechtsextremismus vorwerfen will, dann wird er sich so lange verbiegen, bis er das irgendwie kann, mit irgendeiner Einzelaussage ohne Kontext, die ich jemals im Internet getroffen habe. So, als nächstes verliere ich jetzt auch noch ein paar Worte zur AfD. Die AfD steht ebenfalls immer wieder unter Beschuss und wird auch vom Verfassungsschutz schikaniert. Es handelt sich bei dieser Partei nicht um eine typische Partei und homogen ist sie auch nicht, das wissen wir. Koordination innerhalb dieser Partei ist darum wahnsinnig komplex und nervenaufreibend und denjenigen Personen, die sich darum kümmern, gilt mein voller Respekt. Es gibt in Organisationen immer Personen, mit denen ich mich nicht auf einer Meinungslinie befinde und mit denen ich mich nicht unbedingt assoziieren möchte. Gruppenmanagement ist darum
unglaublich schwer und ich halte mich komplett daraus, weil das noch nie meine Stärke war, weder in der Schule noch jetzt. Aber eben solche Organisationen und Parteien sind auch sehr einflussreich und wichtig für unsere Wahrheitsmission. Sie haben ihre Daseinsberechtigung und darum gilt dasselbe an dieser Stelle wie für die IB. Ich werde mich weiterhin besonders energisch hinter diejenigen Personen stellen, die ich wirklich als unterstützenswert erachte. Nur so besteht überhaupt die Chance, dass wir die Partei in eine sinnvolle Richtung lenken können. Und ich denke, ich werde einfach mal ein paar Namen in die Beschreibung packen von AfD-Mitgliedern, Kandidaten, die ich besonders empfehlen kann, deren Reden ich beispielsweise besonders empfehlen kann. Und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild von diesen Personen in der Partei machen, die, wie ich finde, auch repräsentativ für den größten Teil der Partei sind. In unserem riesigen Milieu des liberal-konservativen Denkens müssen wir uns immer wieder von Rechtsextremismus distanzieren. Und ganz ehrlich, ich halte das für lächerlich. Jeder, der mich etwas länger kennt oder auch nur sich meine Videos ansieht, der wird erkennen, dass meine Grundintention rein freiheitliche Grundwerte und der Libertarismus sind. Selbstverständlich distanziere ich mich von Rechtsextremismus. Aber warum muss ich das immer wieder betonen, wenn ich doch sage, ich bin libertär oder ich bin liberal-konservativ oder ich befürworte einige Positionen oder Kandidaten der AfD? Warum impliziert das gleich, möglicherweise ist sie rechtsextrem? Ich finde, wir müssen dieses große Tabu aus dem Weg schaffen. Und vorerst funktioniert das vielleicht nur so, indem wir immer wieder darauf beharren, dass wir nicht rechtsextrem sind. Wahrscheinlich ist das in den aktuellen Zeiten noch wichtig. Ich möchte trotzdem einfach kurz dazu sagen, dass ich es langfristig als lächerlich erachte, dass wir uns immer wieder rechtfertigen müssen. Ja, so viel dazu. Das war also mein Statement zu Zensur und Spaltung. Vielen Dank, dass ihr euch das Ganze angesehen habt und mich würde auch eure Meinung interessieren, die ihr gerne in die Kommentare schreiben könnt. Ja, ihr wisst, ich schalte prinzipiell keine Werbung und falls ihr mich finanziell unterstützen wollt und die Arbeit dieses Kanals weiterbringen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Informationen dazu findet ihr immer in der Beschreibung. Ich mache das, damit ich die Qualität dieses Kanals aufrechterhalten kann. Ich investiere wirklich sehr, sehr viel Zeit in Recherche, besonders für die aufwendigeren Videos und natürlich kommt noch Videoschnitt, Videodreh, Skriptschreiben hinzu. Das ist wirklich Zeit, die ich wahnsinnig gerne investiere, die aber sonst für andere Jobs draufgehen würde. Ich arbeite aber nebenher auch noch in anderen Bereichen. Aber ich möchte einfach nur klarstellen, dass ich mich hier nicht vor die Kamera setze, um einfach nur Geld daran zu verdienen. Ich habe das am Anfang auch überhaupt nicht mit der Intention gemacht, um Geld zu verdienen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, und weil es natürlich inzwischen dazugehört, lasst euch nicht entmutigen.